Tja, da kriegt man einen echten Kloß im Hals, Bernd Gürken von Kap an Namur. Das Kind scheint offenbar schon von seiner Perspektivlosigkeit zu ahnen. Was erwartet dieses Mädchen in den nächsten Jahren in Nordkorea? Wie sieht ein typisches Leben da aus? Ja, ich glaube, man muss Nordkorea teilen. Man hat einmal das, was man in Pyongyang erlebt, wo es den Leuten relativ gut geht, wo wir sehen auch viele Bilder, gerade die Journalisten dürfen natürlich in Pyongyang filmen. Und dann gibt es diese Grenze um Pyongyang, wo jeder, der versucht, nach Pyongyang reinzukommen, kontrolliert wird und wer keinen Passierschein hat, nicht reinkommt. Und dort haben wir eine ganz andere Realität. Also dort, wo wir gearbeitet haben in den letzten Jahren, erwartet ihn eine sehr, sehr, oder dieses Kind eine sehr, sehr schwere Zukunft. Das heißt, es gibt nicht genug zu essen, das wissen wir. Es ist wahrscheinlich auch kalt im Winter in den Wohnungen, es gibt nicht genug Heizungen. Was ist sonst noch anders als in Pyongyang? Also es fängt bei den Grundbedürfnissen an, wie zum Beispiel die medizinische Versorgung, in der wir schwerpunktmäßig gearbeitet haben. Wenn man in Pyongyang die Kinderklinik sieht, das ist eine der ersten Kliniken, die Kim Jong-un als Geschenk an sein Volk eröffnet hat. Dort haben sie Hightech-Medizin. Wenn sie nach Haeju gehen, in die Kinderklinik, dort haben sie gar nichts. Dort gibt es nichts, nicht mal Medikamente. Das Einzige, was sie genügend haben, sind Ärzte. Im Winter sind diese Krankenhäuser geschlossen, weil es viel zu kalt ist. Aber was nützt es auch, wenn man gar keine Medikamente hat? Das heißt, diese Kinder haben gar keine Chance auf medizinische Behandlung. Also wer diese harten Winter, ich war einmal im Januar in Nordkorea, da haben sie Temperaturen draußen von minus 15, minus 20 Grad. Ich habe in einem Hotel übernachtet, da gab es auch keinen Strom, aber zumindest mehrere Decken, dass man es halbwegs aushalten konnte. Für die Menschen in den Häusern gibt es das nicht. Und wenn wir eben die Bilder gesehen haben, dort sind ein paar Möbel in den Wohnungen. Normalerweise haben die Leute keine Möbel. Sie haben eine kleine Kochecke. Sie haben schon ein Dach über dem Kopf, das hat wirklich fast jeder, aber man sieht auch immer mal wieder, wenn man langfährt, Zelte oder Planen, wo Leute untergebracht sind. Das heißt, keine medizinische Versorgung. Vielleicht landet das Kind in einem Waisenhaus, aus welchem Grund auch immer. Die Waisenhäuser, die ich gesehen habe, die Kinder dort, sind in einem erbärmlichen Zustand. So stark mangelernährt und unterernährt, dass das wirklich erschreckend ist. Wir haben versucht, dort zu helfen in den letzten Jahren, haben Nahrungsmittelhilfen geleistet, haben zum Beispiel Warmwasser, Solaranlagen auf solche Waisenhäuser gesetzt. Aber es gibt so viel zu tun dort in diesen Regionen, dass die Zukunft sehr, sehr bitter ist. Mhm. Und wenn man jetzt gerade hört, dass der Kim Jong-un wieder einen beschwerlichen Marsch, über den wir eben gehört haben, aus den 90ern dem Volk angekündigt hat, weil sie eben halt viel Geld in die Rüstung stecken müssen, dann wird einem bange. Würden Sie sagen, dass die Situation unter Kim Jong-un besser oder schlechter geworden ist? Also es war erst so, als 2011, also wir haben 2011 unsere Arbeit wieder aufgenommen, durften 2011 ja zum Beispiel auch mit dem ARD-Team dorthin fahren. Wir durften bei Familien filmen ohne Drehbuch. Also das war ganz, ganz spontan. Auch da haben wir immer gehört, sie glauben an den Führer. Ich kann mich erinnern, wir haben eine schwangere Frau interviewt und gesprochen. Und diese Frau hat halt voller Inbrunst gesagt, sie hofft auf ihre Führer, dass sie für ein besseres Leben für ihr Kind sorgen. Voller Zuversicht. 2012, das erste Jahr von Kim Jong-un, war für uns ein sehr gutes Jahr, weil wir konnten viel arbeiten. Unsere Ärzte durften erstmals auch Patienten wirklich behandeln. Das hat es vorher in den ganzen Jahren nicht gegeben. Wir durften viel länger bleiben als früher, durften unsere Arbeit sehr ausführlich machen. Und 2013 hat sich alles gewandelt. Deswegen würde ich heute sagen, es fing gut an. Und es hat sich dann dramatisch ab 2013 geändert. Sie sind jetzt kein Politikexperte, aber haben Sie einen Verdacht, warum sich das geändert hat? Ja, wir haben ja die Situation, dass das ab 2013 nochmal verstärkt Sanktionen dann in Kraft getreten sind. Ich glaube, dass er gehofft hat, mit dieser aggressiven Politik erstmal mit Aufrüstung mehr Hilfe zu bekommen, die jetzt nicht kommt. Und jetzt schottet er sich immer mehr ab. Bei meinem letzten Besuch im Oktober war ist dramatisch anders als vorher. Also selbst meine Bewegungsfreiheit, die ich fand, sich in den Jahren ganz gut entwickelt hat. Und auch die Verbindung zu den Ärzten, zum Beispiel mit den Mitarbeitern einer Klinik, haben wir schon ein sehr enges Verhältnis. Und wenn man mit denen mal zusammensitzt und mit denen Mittag isst und mit ihnen zusammen ein Bier trinkt, dann ist da viel Offenheit und viel, viel Kommunikation und Austausch. Aber mittlerweile merke ich, dass alle Angst haben, was falsch zu machen. Die Angst wird immer größer. Wollte ich gerade fragen, warum rebelliert da niemand? Man hört auch irgendwie nichts von nennenswerten Fluchtversuchen. Ist das einfach nicht möglich? Also dazu fehlt einfach zu viel. Also wie ja schon eben andere auch gesagt haben, die Informationspolitik ist ganz klar. Jeden Samstag ist politische Schulung. Das heißt, das geht morgens los. Überhaupt jeden Tag
dröhnt die Marschmusik durch, werden die Informationen an die Leute weitergegeben. Es gibt eine tägliche Schulung. Dann fehlt einfach Informationen. Also wenn wir das vergleichen mit unserer Geschichte, die DDR, die hatten zumindest Westfernsehen. Ja. Das gibt es da nicht. Es gibt das staatliche Monopol. Und da kann nichts kommen von den Leuten. Und mittlerweile ist es so, dass halt immer mehr die Angst vorherrscht. Ich bin mal in Pyongyang mal ausgebüxt und bin mal joggen gegangen und bin 10 Kilometer am Fluss entlang gejoggt, neben dem Protokoll, das man ja eigentlich immer bekommt. Und ich habe gesehen, wie zerrissen das war. Viele Leute haben das gesehen und haben sich wahrscheinlich gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss sagen, dass da einer ist, der da nicht sein darf. Ja. Und ich habe gemerkt, wenn man manchmal versucht, was zu machen und es einfach macht, dann geht es vielleicht. Wenn man fragt, geht gar nichts. Hm. Nur nochmal, es war jetzt in den letzten Jahren so dramatisch, dass sich das so entwickelt hat, dass wir in unserer Arbeit auch immer mehr eingeschränkt wurden. Wenn ich davon spreche, am Anfang konnten wir 3 Monate, 3,5 Monate bleiben. Jetzt haben wir 30 Tage Visum und wenn nicht alles schnell läuft, dann haben wir sogar zwischendurch mal unsere Leute für 20 Tage aus dem Land genommen, damit wir die restlichen 10 Tage noch nutzen können, um diese Verteilung der Nahrungsmittel und der Medikamente an die Bedürftigen auch wirklich zu kontrollieren, was schwer ist in Nordkorea. Das glaube ich Ihnen. Wir könnten an dieser Stelle noch sehr, sehr, sehr lange weiterreden. Es gäbe noch sehr viele Fragen. Leider ist unsere Sendezeit an dieser Stelle vorbei. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns so ausführliche Einblicke in das Leben dort in Nordkorea gegeben haben. Okay.